und herzlich willkommen zurück auf meinem Kanal. Ich freue mich, dass ihr da seid. Ja, heute mit einer etwas anderen Kulisse, nicht ganz neu, aber Osterglocken, finde ich, passen immer und die Ostereier, die müssen wir uns einfach wegdenken. Ihr habt mir viele interessante Fragen gestellt in den Kommentaren. Ganz, ganz herzlichen Dank dafür. Ich habe mich echt gefreut darüber und die möchte ich euch natürlich gerne ausführlich beantworten. Jetzt habe ich überlegt, wie mache ich das? Schreibe ich eben einzeln was dazu rein oder ich mache einfach Schwerpunktthemen in unterschiedlichen Videos. Darum wird es heute um Herbergen, Hostels, Pensionen und Hotels gehen. Auf dem Jakobsweg starten die Pilger morgens um den Sonnenaufgang, also rechtzeitig, auf ihrem Weg und irgendwann entscheiden sie sich, dass sie Rast machen werden und schauen, wo sie übernachten können. Das ist natürlich mit einem gewissen Risiko behaftet, weil zum einen weiß man nicht, wann sollte ich losgehen, damit ich rechtzeitig da bin. Das heißt, die Herbergen, also das ist diese Diskrepanz, ja? Wann öffnen die Herbergen und wann sind dann schon alle Betten vergeben? Das heißt, das Ganze ist mit einem gewissen Risiko behaftet. Findet man kein Bett in dem Dorf oder in dem Ort, muss man natürlich weiterlaufen. Und bei anderen Herbergen anfragen. Das ist so ein bisschen wie Klinkenputzen und jetzt gar nicht negativ gemeint. Das gehört tatsächlich zum Pilgern dazu. Auf der anderen Seite, wenn einem das zu unsicher ist und einem selbst das eine gewisse Unruhe am Anfang gibt, dann hat man auch die Möglichkeit, vorzureservieren. Das wird heutzutage schon recht häufig gemacht. Viele Pilger sehen das nicht so gerne, aber mittlerweile ist das schon gesellschaftsfähig, weil es einfach so viele machen. Da ist ein gewisses Sicherheitsbedürfnis, insbesondere am Anfang, was ich auch ganz in Ordnung finde eigentlich. Ich persönlich habe ja auch immer vorreserviert oder meistens, wenn ich etwas bekommen habe. Einfach als, aus dem Grund, dass es schwierig ist, Hostels zu finden oder insbesondere auch Herbergen zu finden, die einen Hund akzeptieren. Das Vorreservieren hat nicht nur Vorteile. Man ist natürlich nicht so frei auf seinem Weg. Man kann nicht irgendwo da stoppen, wo man meint, dass es besonders schön ist oder spontan entschließen, einfach noch weiterzulaufen. Man ist dann natürlich an diesen Ort gebunden. Schafft man die Strecke nicht, muss man dann gegebenenfalls in den Zug steigen oder ein Taxi nehmen oder anrufen und absagen. Also man ist tatsächlich freier, wenn man nicht vorreserviert und im Laufe des Jakobswegs, denke ich, bekommt man auch ein bisschen mehr Vertrauen in die Sache und geht ein bisschen gelassener auf den Weg, hat mehr Zeit für den Weg, ist freier, einfach im Vertrauen darauf, dass sich auf jeden Fall was ergeben wird. Und es ist tatsächlich so, der Jakobsweg findet immer eine Lösung, auch wenn man im ersten Moment meint, das wird heute irgendwie nicht funktionieren. Welche Übernachtungsmöglichkeiten gibt es denn nun auf dem Jakobsweg? Ich möchte euch die einzelnen unterschiedlichen einmal vorstellen. Zum einen gibt es die Herbergen, bei denen man zwischen den staatlichen, also von den Städten selbst geführten Herbergen unterscheidet. Das sind die Alberge Municipal und den Herbergen, die kirchlich geführt werden, die Alberge Parroquia. In den kirchlichen Herbergen werden auch regelmäßig Pilgermessen durchgeführt, falls euch das interessiert. In Herbergen könnt ihr häufig auf Spendenbasis übernachten. Wenn ein Preis vorgegeben ist, ist der aber sehr niedrig. Das liegt so zwischen 5 und 9 Euro. Ihr könnt dort auch häufig ein Pilgermenü gleich mit vorbestellen, wo ihr dann abends gemeinsam sitzen könnt, was sehr schön ist. Also Herbergen sind echt zu empfehlen, wenn man Kontakte knüpfen möchte. Die Abende sind eigentlich wirklich immer sehr, sehr schön. Und ja, ich muss sagen, die Herbergen sind auch nicht mehr so dreckig und ungepflegt wie in der Rouvoreid. Also ich habe die eigentlich sehr sauber in Erinnerung und habe mich eigentlich ziemlich wohl gefühlt, was das betrifft. Man muss es natürlich mögen, mit vielen Personen in einem großen Schlafsaal zu übernachten.
Ich denke da nur an Schnarcher oder irgendjemand hustet. Und ja, der Klassiker sind halt diejenigen, die dann morgens um 5 schon aufstehen, damit sie möglichst früh wegkommen, um auf jeden Fall noch ein Bett zu bekommen und dann in ihren Plastiktüten rumkramen. Und ihr werdet merken, das ist außerordentlich anstrengend, macht einem keine Freude, also Freude auch nicht. Da gibt es gute Alternativen, wo man seine Dinge verstauen kann, die auch wasserdicht sind. Dann gibt es als weiteres die privaten Herbergen, die von einer privaten Herbergsmutter geführt werden. Die sind nur einen kleinen Tick teurer, also nicht viel. Ich denke mal so zwischen 10 und 15 Euro. Und da kocht die Herbergsmutter oder Herbergsvater selbst. Es ist meistens alles ein bisschen kleiner. Die Zimmer sind nicht so riesig. Also das werden dann so 5 bis 10 Betten sein, die ihr vorfindet in einem Raum. Was das Ganze ein bisschen gemütlicher macht, häufig sind die auch recht gut renoviert. Und ja, man kann auch Kontakte knüpfen, das ist durchaus dort auch möglich. Seid ihr unterwegs in einer Gruppe, habt ihr auch die Möglichkeit, dort einen Raum vorzureservieren, dann wisst ihr schon, wer in dem Raum mit euch schlafen wird. Also nutzt das ruhig, wenn ihr eine tolle feste Gruppe habt, mit der ihr unterwegs seid. In den öffentlichen Herbergen sind Hunde gar nicht erlaubt. In den privaten wird schon mal eine Ausnahme gemacht. Die Herbergen öffnen normalerweise so um die Mittagszeit und um 22 Uhr werden die Tore geschlossen und dann kommt keiner mehr rein und auch keiner mehr raus. Und dann zwischen 5 und 7 Uhr morgens sind die Tore wieder geöffnet, damit alle Pilger wieder auf ihren Weg können. Dazu kann ich auch eine kleine Anekdote erzählen. Wir sind tatsächlich in einer privaten Herberge untergekommen und das hat mich natürlich riesig gefreut. Wir hatten nur das Problem, dass das die Zeit war, wo Teddy Durchfall hatte. Das heißt, um 10 Uhr wurde dann natürlich auch abgeschlossen. Ich wusste nur, dass ich nachts mit dem Hund auch raus muss, nicht? Also wir kennen das ja auch von uns. Und konnte dann mit der Herbergsmutter ausmachen und es war gar nicht schwierig, eine solche Ausnahme dann mal zuzulassen, dass ich einen Stiefel zwischen die Tür gestellt habe. Dann war ich mit dem Hund unterwegs, bin wieder rein, Tür zu, Stiefel zurück und es hat keiner gemerkt und wir konnten raus dann ausnahmsweise die Nacht. Ja, was sind zusammenfassend die Vorteile einer Herberge? Herbergen sind sehr gastfreundlich, mittlerweile auch sehr sauber. Ein großer Vorteil ist, die liegen immer am Wegesrand. Also wenn ihr in eine kleinere Stadt hineinkommt, werdet ihr auf jeden Fall eine öffentliche Herberge finden, an die ihr euch orientieren könnt. Also ihr müsst nicht noch rechts und links abseits des Weges nach irgendeiner Unterkunft suchen. Ihr habt das Pilgermenü, viel Zeit für Gespräche, manchmal ist auch ein Frühstück dabei und es ist tatsächlich sehr, sehr, sehr preiswert. Eine weitere Übernachtungsmöglichkeit sind Hostels und Pensionen. Dort erhaltet ihr ein Zimmer so ab ca. 15 bis 30 Euro. Das ist sehr abhängig von der Jahreszeit. Sobald die Saison beginnt, werden gerne mal 25% und mehr draufgeschlagen. Gute Möglichkeit ist hier, sich mit einem anderen Pilger zusammenzutun und sich das Zimmer zu teilen. Damit ist es dann nicht mehr so teuer. Es ist natürlich auch davon abhängig, ob ihr ein Bad mit im Zimmer haben wollt oder darauf verzichten könnt. Ja, schön an den Pensionen ist natürlich, dass ihr endlich mal eine Nacht in Ruhe durchschlafen könnt. Und auch die Möglichkeit habt, euren Rucksack mal vollständig auszubreiten, vielleicht auszumisten und neu zu organisieren. Diese intensiven Gespräche wie beim Pilgermenü, die fallen natürlich in dem Fall weg. Interessant war, wenn ich in den Hostels oder Pensionen angerufen habe, dass ich als erstes gefragt wurde, ob ich ein Pilger mit Rucksack bin. Es werden da tatsächlich deutliche Unterschiede gemacht, sprich, es gibt eine gewisse Rangfolge, wie die Zimmer rausgegeben werden. Das heißt also, ein Pilger mit Rucksack bekommt als erstes sein Zimmer, Pilger, die zu Fuß unterwegs sind, und dann
erst nach einer bestimmten Zeit, wenn noch was frei ist, bekommen Radfahrer ihr Zimmer, weil man bei Radfahrern davon ausgeht, dass es für sie leichter ist, weiterzufahren, um ein anderes Hostel zu finden. Interessant fand ich, dass immer die Frage kam, aus welchem Land ich komme. Ich denke, die Hostelbesitzer haben da so ihre ganz speziellen Erfahrungen gemacht. Zumindest war es so für die Reservierung, wenn ich gesagt habe, dass ich aus Deutschland stamme, dass keine weiteren Rückfragen mehr kamen und das auch in Ordnung war. Also die Hostelbesitzer gehen wahrscheinlich von einer gewissen Verlässlichkeit aus, dass die reservierten Zimmer dann tatsächlich auch belegt werden. Als letztes möchte ich euch die Hotels noch kurz nennen. Auch das ist eine Übernachtungsmöglichkeit, die nicht ganz so preiswert ist. Ihr liegt da so zwischen 30 und 60 Euro pro Nacht, habt allerdings dann auch euer persönliches Bad mit dabei, ohne dass ihr es teilen müsst und dort machen und lassen könnt, was ihr wollt und keine Rücksicht nehmen müsst, dass die Nächsten auch duschen wollen etc. Ganz wichtig sind die Sternekategorien der Hotels in Spanien, also achtet unbedingt darauf und lest euch die Bewertungen anderer Pilger, die vor euch waren, durch. Damit seid ihr dann schon relativ auf der sicheren Seite, dass das Hotel für euch auch etwas taugt. Denkt immer daran, dass es spezielle Pilgerpreise gibt, das heißt, fragt in den Hotels nach, wenn ihr das Gefühl habt, dass es total überteuert ist. Ihr seid keine Touristen, ihr seid Pilger. Und für euch gibt es eine spezielle Preisliste in den Hotels. Manche Hostels und Hotels akzeptieren Hunde. Nun, wie kommt ihr an die Informationen, welche Herbergen, Hostels, Hotels es gibt? Wo könnt ihr denn nachschauen? Wenn ihr euch im Pilgerbüro in Saint-Jean-Pied-de-Port anmeldet, bekommt ihr bereits eine mehrseitige Liste mit all den Herbergen und Pensionen am Wegesrand. Die ist nicht immer ganz aktuell, ist aber auch schwierig aktuell zu halten. Denkt nur daran, durch wie viele Dörfer ihr lauft und wie viele Pensionen es dort gibt. Aber es ist wirklich eine sehr gute Orientierung, welche Herbergen ihr ansteuern könnt. Jetzt wird es ein bisschen touristisch, aber ich möchte euch tatsächlich ein Internetportal empfehlen, was ich auch wahnsinnig gerne genutzt habe. Das ist Booking.com. Alle Links über alles, was ich heute spreche, findet ihr unten unter anderem in der Infobox. Das nochmal nebenbei. Ja, das Schöne an Booking.com ist, dass mittlerweile viele Hostels und Hotels auf dem Jakobsweg verzeichnet sind. Ihr seht dann dort direkt, ob noch etwas frei ist. Ihr könnt Preisvergleiche machen und es wird euch auch angegeben, ob Hunde erlaubt sind, ob es Wireless LAN gibt, etc. Auch schön ist natürlich, ihr könnt dort direkt bargeldlos einbuchen, wisst, das Zimmer habt ihr sicher und braucht euch dann auf dem Weg zumindest keine Gedanken mehr über die Übernachtung an dem Tag machen. Eine weitere App, die ein absoluter Favorit von mir ist, die lege ich euch auch unbedingt ans Herz, dass ihr euch die auf euer Handy runterladet. Die nennt sich Buen Camino. Und zwar könnt ihr dort im Prinzip von Ort zu Ort durchblättern und seht, in welchem Ort welches Angebot ist. Zum einen seht ihr das Angebot in dem jeweiligen Ort. Also wenn ihr wisst, dort gibt es vielleicht nur 2 oder 3 Hostels, nicht mal eine Herberge, könnt ihr schon vorher planen, dann vielleicht doch noch 1, 2 Orte weiterzugehen. Und es wird euch ganz genau angezeigt, was welche Herberge oder welches Hostel zu bieten hat. Sprich, Wireless LAN, ist eine Küche da, wie viele Betten sind in den jeweiligen Zimmern. Und was mir besonders gut gefallen hat, ist, dass zu dem jeweiligen Hostel auch die Adresse und die Telefonnummer angegeben ist. Bewertung natürlich auch. Und wenn euch ein Hostel besonders gut gefällt, dann könnt ihr diese Pension direkt erreichen, indem ihr die Telefonnummer anklickt. Da ist ein Bot-Button extra für. Und ihr müsst nichts mehr tippen, nichts mehr raussuchen. Ihr werdet automatisch dann mit diesem Hostel verbunden. Ich fand das immer unglaublich praktisch. Ich musste natürlich auch viel rumtelefonieren.
aber da hat man tatsächlich alles gebündelt auf einen Blick. Es gibt im Internet auch zwei ganz interessante Seiten mit Listen von Herbergen und Hostels auf dem Weg mit Adressen und weiteren Informationen. Den Link findet ihr auch unten in der Videobeschreibung. Der Camino ist kein Wettlauf. Also ihr solltet wirklich den Weg und die Strecke genießen. Mit der Zeit bekommt ihr auch mehr Vertrauen darin, dass am Abend alles gut sein wird. Aber selbst wenn ihr entscheidet, dass ihr immer vorreservieren wollt und ihr dafür Kritik bekommt, ich denke, es ist egal, wo ihr übernachtet, wie ihr übernachtet, sobald ihr den Entschluss gefasst habt, auf den Weg zu gehen, seid ihr Pilger und das kann jeder für sich selbst gestalten. Ich fand es sehr schön, diesen Mix, den ich hatte, die Herbergen, die etwas einfacher waren, aber dann auch immer mal ein Hostel dabei, wo man tatsächlich seine Privatsphäre hatte und einmal durchatmen kann. Also ich denke tatsächlich, die Mischung macht's und wenn euch das alles noch ein bisschen undurchschaubar erscheint, ihr werdet merken, im Laufe der Zeit, wenn ihr unterwegs seid, bekommt ihr ein wirklich, wirklich gutes Gespür dafür. Ja, ich war darum gebeten worden, ob ich nicht eventuell meine Liste herausgeben mag, wo ich übernachtet habe auf dem Weg. Ich muss dazu sagen, es waren wirklich tolle Empfehlungen dabei. Es waren aber auch ganz schreckliche Hostels dabei. Ich habe mich mal hingesetzt und habe für euch alles zusammengeschrieben in eine PDF und ihr könnt die jetzt kostenfrei euch herunterladen. Ihr findet den Link auch unten. Ich habe speziell markiert, was ich als Highlight empfunden habe, was ich euch unbedingt empfehlen würde, aber halt auch diejenigen, wo ihr am besten einen großen Bogen drum macht. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen und ihr habt ein paar Informationen daraus ziehen können. Ja, wenn es euch gefallen hat, würde ich mich natürlich über einen Daumen nach oben sehr, sehr freuen. Und ich möchte mich bei euch nochmal bedanken fürs Zuschauen und sage bis zum nächsten Mal.